Ja, also ja, wir haben uns jetzt hier bei Zoom getroffen, weil wir für das Yoga Vidya Journal zu dem Thema verantwortungsvolles Handeln einen Artikel geschrieben haben und ja, da dann eben auch gedacht haben, gut, da gibt es noch einiges, was eigentlich in dem Artikel gar keinen Platz hat. Und vielleicht hat das aber ganz gut Raum innerhalb von einem Gespräch. Und so sind wir hier in diesem Zoom-Meeting gelandet. Ja, genau. Und in dem Artikel geht es ja auch darum, ne, also in Bezug auf Mantra-Yoga, ja, was dir da auch, ne, besonders wichtig eigentlich ist, ne? In Bezug auf verantwortungsvolles Handeln einerseits, aber auch generell, was dir besonders wichtig ist am Mantra-Yoga, beziehungsweise das hat ja bestimmt auch was miteinander zu tun, wenn es was miteinander zu tun hat. Naja, grundsätzlich glaube ich, also alles, was im Yoga wichtig ist, ist auch im Mantra-Yoga wichtig und umgekehrt letztlich. Das ist ganz wichtig. Und konkret, was das Mantra-Yoga jetzt anbetrifft, ist es mir persönlich wichtig, dass eine Mantra-Yoga-Stunde zum Beispiel kein verkapptes Konzert ist, sondern dass alle Ebenen und alle Werkzeuge zusammenfließen. Ja, ich habe die Asana, ich habe die Mantras oder Kirtans und ich habe die Affirmation. Und alles drei sind so die wichtigen Elemente wie so ein Dreiklang. Und wenn in einem Dreiklang ein Ton nicht stimmt, dann können die anderen beiden noch so gut sein. Der Dreiklang passt nicht. Und das ist ganz wichtig, dass diese drei Elemente ineinander spielen. Und ja, sich gegenseitig sozusagen in Resonanz sind. Weil aus meiner Sicht ist das Mantra-Yoga ein wunderbares Werkzeug, dass wir unsere verschiedenen Ebenen integrieren. Es geht also um Integration, wie auch im Yoga allgemein. Das heißt, dass wir unsere körperliche Ebene, unsere mentale Ebene, unsere emotionale Ebene und auch die spirituelle Ebene zusammenbringen. Warum ist das wichtig? Weil wir in einer Zeit leben, die uns viele Möglichkeiten gibt, uns zu disintegrieren. Ja, allein schon unser Gespräch jetzt hier ist ja in gewisser Weise disintegrativ. Wir unterhalten uns und sind auch emotional und mental miteinander verbunden, aber körperlich sind wir an ganz unterschiedlichen Plätzen. Das ist eine Disintegration. Und das ist in dem Moment jetzt gar nicht so schlimm. Warum? Weil wir uns schon mal begegnet sind, weil wir verschiedene Sachen miteinander erlebt haben, Jahresgruppe und so weiter und so fort. Und dadurch dieses Momentum der Disintegration überwunden werden kann. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre, ne, wir sitzen im Zug und was machen wir alle heutzutage im Zug? Wir unterhalten uns ja nicht mehr im Zug, sondern ich bin ja oft im Zug unterwegs. Was ist da passiert da? Ja, jeder hockt an seinem Handy und spielt dann mit dem Smartphone rum. Und dann sind wir körperlich alle in diesem Zug anwesend, aber emotional sind wir ganz woanders und mental. Ne? Und manchmal ist es ja so, dass wir, während wir auf das Smartphone gucken, noch drei verschiedene Ebenen und dann kommt dann die Nachricht rein, dann lesen wir unsere Mails und so weiter und so fort. Und das führt zu einer sehr stark gefühlten Zerrissenheit. Und das ist, oder das bedingt die Notwendigkeit, dass ich Zeiten und Räume schaffe, wo ich ganz bewusst in die Integration gehe, integrales Yoga. Und das ist der Punkt, wo Mantra-Yoga ansetzt, insbesondere eben, dass ganz bewusst die verschiedenen Ebenen zusammengebracht werden. Und dass eben es nicht darum geht, in der Asana
nochmal ein bisschen weiterzukommen oder nochmal ein bisschen mehr in die Stellung hineinzukommen, sondern das, was ich in der Asana erlebe, auf allen Ebenen zu erleben. Also auf der körperlichen Ebene, aber eben auch auf der mentalen und auch auf der emotionalen Ebene. Also das ist mir eigentlich das Wichtigste. Und hat das schon was mit Verantwortung übernehmen zu tun? Erstmal ja, noch nicht, sag mal so, insofern. Also die Sache ist ja die, okay, Verantwortung habe ich ja immer auch zunächst erstmal für mich selbst. Und diese Verantwortung für mich übernehmen heißt eben bewusst Zeiten und Räume schaffen, wo ich die Möglichkeit habe, alle meine Ebenen zusammenzubringen. Ja. Und die Frage ist, wie gelingt das, indem ich eben meinen Ebenen erstmal zuhöre. Ja, der körperlichen Ebene natürlich, klar, wenn es hier zwickt und so weiter, nicht einfach weitermachen, sondern dem zuhören. Genauso aber auch meinen Gedanken zuhören und auch meinen Gefühlen zuhören und den ganzen allen Ebenen zuzuhören. Und die gute Nachricht dabei ist, ne, die wichtigsten Informationen hast du immer dabei. Du brauchst da gar nichts dafür. Du brauchst keinen Vertrag, kein Handy, nichts. Die hast du immer dabei. Das sind die Informationen deines Körpers, deine Gedanken, deine Gefühle, dein Nervensystem. Und da, wenn wir dem lauschen, dann sind wir in Resonanz mit uns selbst, mit unseren eigenen Bedürfnissen. Und verantwortungsvolles Handeln beginnt natürlich mit mir selbst, aber geht auch darüber hinaus. Und wo geht's dahin? Aus meiner Sicht geht's dahin, dass ich in der Lage bin, immer wieder auch von mir abzusehen. Und der Punkt ist, ich bin dann in der Lage, von mir abzusehen, wenn ich die Fähigkeit oder die Möglichkeit habe, mich immer wieder selbst um mich zu kümmern, Selbstfürsorge. Und beides bedingt sich gegenseitig. Und wenn ich immer das Gefühl habe, ich komme zu kurz, dann habe ich nicht die Fähigkeit zu sagen, jetzt lass doch mal, ja, die anderen, oder lass doch einmal, was braucht es jetzt in diesem Moment? Weniger, was für eine Geschichte habe ich jetzt gerade in dem Moment? Wie bin ich? Wie sind die anderen? Und so weiter und so fort. Und gerade in der heutigen Zeit braucht es in meiner Wahrnehmung die Fähigkeit, immer wieder diese Balance zu finden. Also wir brauchen auch da eine Integration von zum Beispiel dem yogischen Ansatz und dem tantrischen Ansatz. Das heißt, ich bin bei mir, aber ich schotte mich nicht ab. Ich bin in der Welt, aber ich verliere mich nicht in der Welt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ja, du hast auch gerade schon die Resonanz erwähnt, ne? Ja. Ja. Also Resonanz passiert ja, wenn ich eine Beziehung herstellen kann, oder? Also entweder eine Beziehung zu mir selbst oder dann eben auch zu anderen, ne? Also außerhalb von mir, also zu anderen Menschen oder vielleicht auch zu bestimmten Bedingungen, die halt gerade da sind, zu bestimmten Situationen, auf die man trifft. Und auch da bemerkt man, ist meine eigene Erfahrung, ja, die Yoga-Praxis ganz besonders. Weil auf der Matte kann ich halt etwas erleben, aber da bin ich alleine, ja, da läuft das dann, kann das halt ganz gut laufen, irgendwie. Ne? Da gibt es dann halt im Prinzip auch nichts, wo irgendwie eine Reibung jetzt von außen sozusagen dazu kommt, ne? Oder eine Herausforderung oder ein Geschenk, welcher Art auch immer. Und wenn ich dann aber halt in das woanders hingehe, dann durch diese Resonanz vielleicht auch, ja, ne, dass ich da hingerufen werde irgendwie oder dass mich halt irgendwo hinzieht, dann passiert etwas anderes.
Und dann bin ich aufgerufen, mich zu positionieren und auch zu handeln. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja. Wir reagieren auf das, was auf uns auf uns zukommt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, das erscheint uns manchmal so, dass ja, auf der Matte und so ist alles schön cozy und hier und so und dann in der bösen Welt und so ist es anders und so. Das ist aber ein Trugschluss. Das ist einer von diesen schönen Sachen, die uns der Typ in unserem Kopf da so vormacht. Das ist ganz wichtig, weil wir gerne, das ist ja oft bei den Seminaren am Schluss, ne, gab eine Abschlussrunde, heißt, ah, so, das war so toll, aber jetzt komme ich wieder in die böse Welt und so weiter und so fort. Und dann, wie kann ich damit umgehen? Und da ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, das ist ein Truggebilde, das ist eine Chimäre, das ist ja, das ist eins von diesen. Wie bitte? Und nichtsdestotrotz gibt es ja einen Unterschied, ne, zwischen dem, was ich halt innerhalb von einem Seminarkontext erleben kann und was ich halt ja, in der Welt, ja, würde ich jetzt auch nicht so sagen, ne, weil alles ist ja die Welt. Ja, das ist ja Das miteinander verbunden. ist genau der Punkt. Es ist auch so, dass, wie ich vorhin gesagt habe, das sich bei mir sein und in der Welt sein ist kein, das bedingt sich gegenseitig. Es ist nicht dasselbe, aber es bedingt sich gegenseitig. Je nachdem, wie ich zu mir bin, bin ich auch zur Welt und umgekehrt. Und es ist eine Reflexion. Aber was noch viel wichtiger ist, das ist, wenn wir zum Beispiel, ja, im Yoga, wirklich in die Tiefe gehen, ja, dann wird es da auch dieselben Probleme geben. Ich war auch in Rishikesh, da haben sich die Mönche auch gezankt wie bis aufs Messer fast schon. Ja. Also habe ich halt gerade mitgekriegt mal so. Und genauso ist es in der Welt, können wir auch in dem Moment, ja, wenn wir mal in eine Yogastunde gehen, dann 1,5 Stunden und so, denken, wow, das ist toll. Wir können auch in der Welt einfach mal 1,5 Stunden in die Sauna gehen, ja, oder uns, was ich weiß, ja, dann denken wir auch, ah, oh, ist so toll, ja. Also es kommt immer darauf an, auf welche Signale wir hören, welche Aufmerksamkeit wir wohin bewegen und auch in welche Tiefe wir gehen. Ist in dem Moment, wo wir in die Tiefe gehen, merken wir automatisch die Vielfalt und wenn wir noch tiefer gehen, dann sehen wir auch die Berechtigung dieser Vielfalt und die Schönheit auch darin. Und die Einheit, oder? Dann, wenn wir noch tiefer gehen, genau. Ja. Ja. Und Ja. das ist wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, wir können uns auf dieser Leiter bewegen. Ja, wir müssen auch nicht immer tief verbunden sein und so. Ja, wenn wir jetzt vom Handeln sprechen, dann ist es erst, also die Verbundenheit oder das Miteinander. Also wenn wir darüber sprechen, ist es erstmal ganz wichtig, dass wir uns klar machen, Verbundenheit ist nicht ein nice to have. Ja, wo so, ah, ist es schön, wenn wir alle so, ah, ja, toll, oh, ich bin so verbunden. Ja, sondern es ist wirklich eine biologisch essentielle Notwendigkeit. Ja, und das ist nicht etwas, das, was ich, was die Yogis sagen, sondern es ist ein wissenschaftlich einfach völlig unstrittiges Phänomen. Ich meine, es ist klar, es gibt Tierarten, da kommen die auf die Welt, dann sind die quasi schon aufgebaut, ja. Ja, Lieferung sozusagen, zack, bumm, mit schon aufgebaut. Ja, da können die Tiere dann schon das, ja, da passiert nicht mehr viel. Aber bei Menschen ist es ganz, ganz anders. Ja, so. Ein Baby kommt auf die Welt und kann quasi nichts. Und es ist auch noch überhaupt nicht ausgebildet. Natürlich nicht vom Gehirn, sowieso nicht, aber auch das Nervensystem ist nicht ausgebildet. Die ganzen, ja, ventralen Wege sind noch nicht ausgebildet und das ist ganz wichtig, weil das uns klar macht, dass wir auf Verbundenheit angewiesen sind, biologisch bedingt. Und dass das auch einer der Gründe für den quasi Erfolg
des Menschen, der Spezies Mensch ausmacht. Die Fähigkeit zumindest, die Möglichkeit zu kooperieren. Und ja, und trotzdem haben wir ja häufig nur den Eindruck, dass wir diese Verbundenheit irgendwie nicht spüren, ne? Oder verloren haben oder können sie vielleicht dann nicht wahrnehmen. Ja, ja. Ja, ja klar. Also erstmal ist es so, das ist ganz wichtig, finde ich, es ist nicht notwendig, dass wir immer verbunden sind. Das ist eine gute Nachricht. Sind wir nicht immer sowieso verbunden? Auf einer bestimmten tiefen Ebene sind wir sowieso immer verbunden. Aber ich meine jetzt, wir fühlen uns jetzt rein praktisch betrachtet manchmal nicht verbunden, wie du eben gesagt hast. Ne? Dann fühlen wir uns einsam oder fühlen wir uns, das ist nicht die Notwendigkeit. Genauso wie auch ja, das Kind mit der Mutter nicht immer die ganze Zeit verbunden sein braucht. Ja? Aber was es braucht, ist, dass wenn sozusagen irgendwas ist, dass dann diese Verbindung wiederhergestellt werden kann. Mhm. Und dafür braucht es auch unsere praktische Erfahrung darin, dass diese Verbundenheit immer wiederhergestellt werden kann. Natürlich wird sie nicht wirklich hergestellt, aber dieses, wir sind alle immer verbunden, das ist halt einfach eine tiefe Ebene, eine quasi atomare Ebene, die wir in unserem Erleben ja nicht so wirklich nachvollziehen können. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns jenseits dieser yogischen Sprüche immer wieder bewegen, uns immer wieder an dem Punkt, was kann ich denn hier spüren? Das ist ja das, was ich vom Mantra-Yoga meine. Dieses Lauschen und Spüren, das ist dasselbe. Und dann merken wir, dass diese Sprüche sich sehr schnell erschöpfen. Und dann können wir das auch akzeptieren, wenn es mal nicht so verbunden ist, weil wir das Vertrauen haben, dass wir uns immer wieder verbinden können. Ja. Das ist ja das, was wir unter Resilienz bezeichnen, dass wir so, und das brauchen wir, wenn wir verantwortungsvoll handeln oder miteinander sein wollen. Das finde ich ganz wichtig. Das bedeutet ja auch, dass wir immer wieder für diese Verbundenheit verantwortlich sind, ja. Und dass wir, wenn wir halt bestimmte Erfahrungen damit machen, also wenn wir halt erfahren, dass die Verbundenheit immer wieder kommen kann, ja, auch wenn sie halt dann mal zwischendurch eben gerade nicht so da ist, dass es auch etwas damit zu tun hat, ne, wie ich mich dieser Verbundenheit zuwende, sag ich jetzt mal. Wie sehr ich versuche oder wie sehr mir bewusst ist, dass ich dazu fähig bin, diese Verbundenheit auch herzustellen. Würdest du da mitgehen oder eher nicht so? Naja, es ist so, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Verbundenheit oder das immer wieder sich verbinden als einen natürlichen Prozess begreifen. Und dass wir das eben nicht herstellen müssen in dem Sinn, dass wir irgendwie was jetzt groß machen müssen. Ja? Genauso wie ja unser Herz einfach so schlägt. Und wir atmen auch. Jetzt werden wir die ganze Zeit sprechen, habe ich die ganze Zeit geatmet und du auch. So. Und das Blut ja ist die ganze Zeit durch den Körper, ohne dass ich jetzt irgendwie was hergestellt habe. Das ist eher eine Frage des Bewusstseins, oder? Nein, ich glaube, es ist einfach eine Frage, dass wir Vertrauen in die natürlichen Prozesse haben. Also, ich war mal beim Arzt, schon öfter mal beim Arzt, aber ich war einmal beim Arzt und da hatte ich irgendwie einen Wirbel ausgerenkt, ja. Und dann habe ich so mimimi rumgeheult, oh Mensch, der Wirbel, oh, und so. Und dann sagt er, ja, wie alt sind Sie denn? Und dann sagt er, ja. Und dann meinte er, ja, was wollen Sie denn überhaupt? Meinen Sie denn, ja. Also, er sagt, ja, es kommt halt vor. Ich meine, das ist so. Es gibt ja, den Volksmund gibt es ja auch, das renkt sich ein.
Oder gibt es ja diesen Ausdruck im Volksmund. Und es ist auch so, der Muskel auch hat eine natürliche Fähigkeit, sich immer wieder auch zu entspannen. Und das ist auch ein natürlicher Regulations. Ja, was wir brauchen, ist das Vertrauen, dass das eben auch passiert. Und das haben wir dann nicht, wenn wir eben aus dieser Verbundenheit rauskommen. Mhm. Wir haben aber die Fähigkeit, immer wieder reinzukommen in die Verbundenheit durch unser persönliches Erleben. Nicht unbedingt, indem wir uns irgendwelche Glaubenssätze eintrichtern. Wir sind alle eins und so. Sondern es geht um Erleben. Und da ist natürlich Mantra-Yoga ein wichtiges Werkzeug, weil es sehr stark im Erleben ist. Dadurch, dass die Musik im Spiel ist, sind wir sehr stark im Erleben. Oder haben zumindest die Möglichkeit, ja, wenn uns die Musik gefällt. Und genau. Das ist wie mit der Erdbeere, ne? Wenn ich kann viel über die Erdbeere lesen, ist alles toll, aber wenn ich die Erdbeere im Mund habe, dann ist mir das alles egal. Ich schmeck's ja. So. Hm. Ja. Ja. Also deshalb glaube ich, dass wir Vertrauen haben können in diese natürlichen Regulationszyklen. Und das gilt auf verschiedenen Ebenen, sowohl auf unserer persönlichen Ebene als auf der gesellschaftlichen Ebene als auch auf der globalen Ebene. Und wenn wir von verantwortungsvolles Handeln sprechen, dann brauchen wir erstmal auch grundsätzlich dieses Vertrauen, dass es auch da natürlich in einem viel größeren und Maßstab, auch Zeitraum, einen natürlichen Regulationszyklus gibt. Das führt dann zu der Erkenntnis, dass wir die Erde nicht schützen müssen. Mhm. Ja, nicht falsch verstehen, ja, sondern wir sind gut beraten, uns so zu verhalten, dass wir in 100 Jahren auch noch auf der Erde leben können. Wenn es uns nicht gibt, wird die Erde sich wieder automatisch regulieren. Und wenn wir aber noch tiefer gehen, dann merken wir, es geht sowieso gar nicht, es geht gar nicht, dass wir die Erde schützen, weil wir sind ja die Erde. Wir sind Teil dieser Erde. Also so. Und daher. Ja, ist, das ist auch wieder der Punkt, was du vorhin gesagt hast, ne? Dieser Selbstschutz und der Schutz, das ist dasselbe, und aber dasselbe insofern, dass es sich gegenseitig bedingt, beziehungsweise auch in der Resonanz ist. Und nachdem, wie ich der Welt begegne, begegne ich auch mir selbst. Mhm. Und es hat dann auch viel damit zu tun, oder wie ich eben dann handle, ja, wie ich also ganz bewusst mich in der Welt auch positioniere. Oder? Ich meine, du hast jetzt gesagt, ne, es gibt halt diese natürlichen Zyklen und das renkt sich halt dann auch wieder ein, und aber es hat ja auch was damit zu tun, ne, wie setze ich halt wirklich, ne, die Akzente. Also, ne, klar, der Wirbel renkt sich vielleicht wieder ein, aber je nachdem, wie ich mich verhalte, vielleicht auch nicht. Er renkt sich auf jeden Fall ein, aber ja, in einem viel größeren Maßstab. Also was ich damit nicht meine, ist, dass wir sozusagen die Hände in den Schoß legen, mhm, ja, und sagen, okay, ja, ich kann nichts machen. Im Gegenteil. Ne? Also ja. Was kann man denn machen? Man kann immer was machen. Das lohnt sich immer, immer. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch wieder Resilienz. Dass wir die Hoffnung nicht verlieren, auch wenn die Situation jetzt erstmal gerade so erscheint, als wäre es nicht angebracht, Hoffnung zu haben. Das ist ja gerade so, was wir jetzt brauchen, weil wir, wenn wir jetzt von der ökologischen Entwicklung uns ein bisschen vertiefen, dann ja, erscheint uns erstmal so, dass es überhaupt keine Hoffnung mehr gibt, ja. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir in wenigen Jahren die Hände vor dem Kopf
zusammenschlagen werde und sage, wie konnten wir damals 2021 so dumm sein, nur so naiv sein und so weiter und zu glauben und so, es ist jetzt bald alles vorbei und so und dann geht es wieder alles normal weiter und so weiter. Da werden wir in 10 Jahren, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ja, aber es braucht diese Resilienz. Das Bild für die Resilienz ist ja der Baum, ja, der sich im Sturm bewegt, hin und her bewegt, aber verwurzelt bleibt. Genau. Das braucht. Und gibt es da etwas, was du sagen würdest, ne, wo diese Resilienz oder auch so ganz konkretes Handeln dann aus dem Mantra-Yoga heraus sich ableitet? Oder was dir da auch wichtig ist, wie man das, dieses Erleben in den, ja, also nochmal anders übertragen kann? Also konkret ist es so, Mantra-Yoga ist wie jedes Yoga eine Begegnung mit mir selbst. Und wenn ich Glück habe, habe ich das Gefühl, ich komme dann nach Hause. Weil das ist eins von unseren großen Grundbedürfnissen. Wir sind letztendlich in unserem ganzen Leben auf unserem Weg nach Hause. Irgendwie sind wir letztendlich nur auf dem Weg nach Hause. Aber auf diesem Weg ist es manchmal so, dass wir das Gefühl haben, wir finden den Weg nicht, weil es so dunkel ist. Aber unser Weg nach Hause wird beleuchtet von dem Licht, das aus unserem Herzen herausstrahlt. Und so in die Welt strahlt. Und das erscheint dem Intellekt irgendwie komisch und widersprüchlich und so. Aber das ist genau der Punkt. Ja. Unser Weg nach Hause wird beleuchtet von dem Licht, das aus unserem Herzen in die Welt strahlt. Herz in dem Sinne unser Sein. Also nicht bloß eine Emotionalität, sondern unser ganzes Sein. Und unser Sein ist das Herzstück von uns. Und ist das etwas, was du auch besonders in der Jahresgruppe thematisierst? Ja, also ja, man ist jetzt weg von der Mantra-Yoga, ne? Ja. Also okay, was ist jetzt Mantra-Yoga und ne, so und auch wie ist das in der Ausbildung, ne, wie das auch zum, ne, weil Yoga Vidya dann auch gelehrt wird und das hast du ja auch maßgeblich konzipiert und aber in der Jahresgruppe so. Auch wie ich es persönlich erlebt habe, ne, hast du ja da auch noch einmal einen umfassenderen Ansatz, sag ich jetzt mal. Ja, weil in der Jahresgruppe gibt es ja auch viel Mantra-Yoga, aber da gibt es auch viel Musik und so weiter. Und gerade wenn wir zusammen musizieren, dann haben wir einerseits, das ist ja wieder das Beispiel, wo wir dann am Anfang denken, ah, es ist alles so toll, Musik, oh, toll, toll. Ja, und dann spätestens dann, wenn ich sage, okay, jetzt bilden wir ein paar Ensembles, ja, wo wir dann zu dritt oder zu viert oder zu fünft zusammen musizieren, dann geht's los, oder? Weil dann kommt die Welt in uns hinein, in diesen Prozess. Und dann können wir eben tiefer gehen, dass wir eben unsere Kooperationsfähigkeit trainieren. Wir müssen das üben. Ja, dass wir uns darauf einlassen können, auf den anderen einlassen, der nun mal andere Vorstellungen hat als ich oder die andere und so weiter und so fort. Und dass wir da in einem, ja, des Prozess des Austarierens, der Balance, wo alle mitgehen können und alle berücksichtigt werden, alle ihre Berechtigung haben und jeder und jedes ihren Teil da beitragen kann. Und das dann zu einem, das ist, ja, und aus dieser Erfahrung, dieser musikalischen Erfahrung, können wir dann diese Erfahrung mitnehmen und sagen, okay, Jahresgruppe, schön und gut, ist alles toll, aber
wie du am Anfang gesagt hast, wir haben auch eine Verantwortung in der Welt. Ja? Unser Leben gehört nicht nur uns. Es gehört uns, aber nicht nur uns. Ja? Wir gestalten durch unser Handeln die Zukunft immer wieder neu. Und dann können wir aus dieser Erfahrung in der Jahresgruppe dann es auch mitnehmen, indem wir konkret eben uns engagieren. So einfach ist es. Weil der Punkt ist ja, gerade im Yoga sind wir in Gefahr. Ich weiß, das habe ich schon öfter gesagt, das kennst du schon, was ich nicht sagen werde, aber es ist ja so, wir haben so eine Zweiteilung, ja. In der sogenannten normalen Welt sind immer die anderen schuld, ja. Sind immer die anderen schuld, ne? Die Bahn, das Wetter, die Politiker da oben und so weiter und so fort. Immer die anderen schuld, ja. Oder der Partner oder die Partnerin oder wie auch immer, ja. Oder die Kinder oder der Chef, aber immer die anderen. In der Yoga-Welt bist du immer selber schuld. Es ist immer selber. Ja. Du bist und so weiter und so fort. Und, ja, das ist immer. Und wenn irgendjemand total Mist baut, dann und du regst dich darüber auf, dann heißt es, oh, wieso, das ist ein Spiegel und so. Ja. Ja. Und das führt dann gerne zu dem Missverständnis, dass wir alles selber regeln müssen. Und dass alles Glück, unser eigenes Glück immer aus uns selbst heraus kommen muss und dass wir alles selber auf die Reihe kriegen müssen. Das stimmt aber nicht. Das ist ganz wichtig, das ist so wichtig, weil natürlich ist es so, wenn es heißt, ne, das Glück liegt bei mir allein, es ist klar insofern, dass wir, ne, dass wir uns nicht glücklich machen, wenn wir im Außen suchen. Aber, wie ich am Anfang gesagt habe, der Mensch ist auf Koregulation hin angewiesen. Wir können gar nicht aus uns, dann wären wir Amöben oder sonst irgendwas. Ja. Wir sind aber keine Amöben, wir sind Menschen. Und es ist wichtig, dass wir unsere menschliche Natur anerkennen und wertschätzen. Und deshalb gibt es immer etwas, was ich für mich tun kann, aber es gibt auch immer etwas, was ich mit anderen tun kann. Und das ist wichtig wahrzunehmen, aber auch wertzuschätzen. Und dann merke ich, genauso wie im Ensemble, es ist toll, es muss nicht jeder alles machen, sondern es ist toll, wenn der eine das macht und der andere und die andere das macht. Und so können wir uns gegenseitig ergänzen. Ja. Und dann ja, muss ich nicht die ganze Welt retten. Ich kann sowieso nicht die Welt retten. Und du kannst es auch nicht. Aber wir können es. Und das ist das, was ich meine mit verantwortungsvolles Handeln oder Miteinander, dass wir merken, wir können uns zusammentun und jeder seins einbringen. Und das ist wertvoll. Und ich muss es nicht alleine schaffen. Ich schaffe es sowieso nicht alleine. Hm. Ja. Und dieses Wir, ne? Also so wie ich das auch mitbekommen habe, ist es ja auch so, dass ich aus diesem Wir in der Jahresgruppe, aus diesem gemeinsamen Erleben so ein Projekt entwickelt hat. Ne? Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Ja. Also es ist eben gerade aus dem, was ich vorhin geschildert habe, aus meinem Impuls heraus, dass ich sage, Jahresgruppe ist schön und gut, ja, aber es braucht eben auch die Anbindung in dem, was jetzt gerade passiert. Ja, weil mein Bild ist gewesen, Jahresgruppe ist wunderbar und wertvoll, wie ein schöner ausgestalteter Balkon mit Pflanzen und Permakultur und all schön wunderschöne ja, Blumen und alles Mögliche und so. Und schön cozy und es ist total gemütlich. Du kannst dich da reinlegen. Was gibt es noch irgendwie so eine, ja, was weiß ich was, schöne Hängematte oder sonst irgendwas, ja. So. Es ist wunderbar, es ist auch sehr wertvoll. Aber wenn das Haus brennt, dann muss ich mich um das Haus kümmern. Der Balkon ist Teil des Hauses. Und von daher war es mir wichtig, da jetzt gerade vor 2 Wochen oder 3 Wochen, dass da
auch was entsteht, was in verantwortungsvolles Handeln auch mündet. Und wir haben gemerkt, es ist nicht kompliziert. Es ist einfach nicht kompliziert. Es ist, Schön. ja. Es gibt verschiedene Projekte und es wird noch wachsen und da bin ich sehr neugierig drauf. Wenn wir zum Beispiel die ökologische Frage sehen, ja, dann sehen wir auch wieder da, dass die Dinge miteinander verknüpft sind. Die ökologische Frage ist gleichzeitig auch eine soziale Frage, aber auch eine psychologische Frage. Und es ist wichtig, dass wir uns selbst in unserer, auf, wie wir aufgestellt sind, ja, natürlich von unserem Gehirn, aber auch von unseren Emotionen, aber auch von unserem Nervensystem, wie wir einfach aufgestellt sind. Es ist wichtig, dass wir da ein Verständnis entwickeln, um diese Lücke zwischen unserer eigentlichen Erkenntnis, das ist ja das momentane Problem. Uns ist alles klar, was es braucht, oder? Das ist uns allen klar. So. Aber trotzdem besteht eine riesige Lücke zwischen dem, was uns eigentlich klar ist, und dem, wie wir handeln. Und da brauchen wir ein Verständnis für uns selbst, wie wir auch psychologisch sozusagen aufgestellt sind. Warum fällt es so schwer? Weil eben auch eine Lücke, sowohl eine zeitliche als auch eine geografische Lücke, was den Klimawandel zum Beispiel anbetrifft, besteht. Ja, ne? Die ganzen Katastrophen kommen vielleicht jetzt allmählich so ein bisschen zu uns, aber letztendlich immer noch so, ja, viel passiert in Australien, in Amerika und sonst irgendwo so. Oder in Afrika oder in Bangladesch oder sonst, ist alles so weit weg. Und auch zeitlich, ne? Ja, ne, aber jetzt so, ne? Und ja, das ist wichtig, dass wir das anerkennen, dass wir dafür erstmal nicht ausgerichtet sind. Wir sind, ne, wenn wir eine Bedrohung erkennen wollen, sind wir auf eine akute Situation hin ausgerichtet. Dann können wir auch handeln. Und es braucht ein größeres Verständnis, dass wir diese. Okay. Ist aber auch so, ne, dass wir denken, ja, was nützt es denn, wenn ich was mache, wenn die anderen nichts machen oder so. Ne? Jetzt lebe ich seit 1998 vegetarisch und seit 99 auch ohne Fisch und so. Ja. So. Ich spüre nicht, dass das den Klimawandel beeinflusst hat. Ich spüre es nicht. Das ist ein Problem, weil wir dann denken, ja, ich kann ja eh nichts. Ja. Aber in dem Moment, wo wir uns miteinander verbinden, ja, dann ist es so wie der Unterschied, na, wenn ich im Büro sitze, vorm Computer den ganzen Tag, dann denke ich auch oft, oh, was habe ich denn gemacht und so, weiß gar nicht, was passiert ist. Aber wenn dann das Regal kommt, das aufgebaut werden muss, ja, dann hocke ich mich hin und danach, ha, jetzt steht's, super. Ja, dann habe ich das Gefühl, jetzt habe ich was gemacht, ja. Und das ist so in Verbundenheit miteinander, kommen wir viel leichter dahin. Nicht ausschließlich und nicht unbedingt, aber das fällt uns einfach leichter. Gemeinsam geht es einfach leichter. Das ist so easy. Gibt es da etwas, wo diese Gemeinsamkeit für dich jetzt persönlich ganz besonders erfahrbar ist? Ja, wie meinst du das? Ja, also das, was du gerade beschrieben hast, ne? Also das mit dem Regal, ja, zum Beispiel, ja, also ja, dann ist halt aufgebaut und ist super, ja, ich habe halt was gemacht. Und diese Wirksamkeit sozusagen, die ich auch jetzt erstmal in der Yoga-Praxis, im Mantra-Yoga erleben kann, ja, um sie dann halt auch irgendwie noch sich ausweiten zu lassen oder mitzunehmen. Und gibt es da etwas für dich persönlich, wo du sagst, ja, da habe ich das ganz besonders erfahren oder da fällt es mir auch ganz besonders leicht, dass
in meinem Leben, ja, das in meinem Leben klar zu haben. Also, erstmal finde ich ganz gut oder wichtig, sich klar zu machen, diese Wirksamkeit passiert automatisch. Es ist nicht so, dass ich irgendwie was ja, erzeugen muss oder positionieren muss oder irgendwie so, ja, sondern es ist ein automatisch natürlicher Prozess. Und in der Jahresgruppe ist ja so, die erste Erfahrung ist die, wir singen zusammen, wir musizieren zusammen, wir rezitieren zusammen. Und dadurch entsteht diese Verbundenheit, entsteht ein Raum. Und natürlich haben das natürlich, wir haben das natürliche Bedürfnis, diesen Raum eben mitzunehmen. Und daraus entstehen Freundschaften, die über die Jahresgruppe hinaus bestehen. Und es ist oft so, wenn irgendwelche anderen Seminare sind, dann, egal ob ich jetzt in der Jahresgruppe 2017 oder 2020 oder 2015 teilgenommen habe, es ist so, man kann es sofort irgendwie so, wir sind sozusagen verbindungsfähig oder anschlussfähig, oder wie sagt man da? Ja, man merkt sofort, dass da eine Verbindung da ist. So ein gemeinsamer Spirit oder so eine gemeinsame Welle oder so. Das ist toll. Und das ist die Grundlage wiederum, dass man sagt, ah, ich möchte mich auch mal so treffen oder so. Und dann trifft man sich, man fährt mal zu jemand anders und macht mal eine Aufnahme oder sagt man mal, musiziert mal zusammen oder man trifft sich einfach so zusammen und unterhält sich. Und ja, und dann unterhält man sich halt über dies und das. Und dann, wir beeinflussen uns sowieso. Also die Wirksamkeit ist überhaupt nicht in Frage gestellt. Was wir beeinflussen können, ist die Richtung. So sieht's aus. Gibt es jetzt noch etwas, wo du denkst, ach, das gehört jetzt noch, das gehört jetzt noch hierhin, was wir nicht angesprochen haben? Ja, also es ist na auch wieder so, wenn wir auf der Yogamatte gut mit uns umgehen und auch Resilienz entwickeln können, üben hilft dabei, dann haben wir auch die Fähigkeit, mit den Herausforderungen unserer Zeit resilient umzugehen. Und das braucht es. Wenn wir uns ehrlich sind, was jetzt die ökologische Herausforderung anbetrifft, haben wir in gewisser Weise den Kampf schon verloren. Das gilt es wahrzunehmen. Und von daher ist es wichtig, dass wir jetzt ne, auch die soziale Komponente da mit hineinnehmen. Dass wir uns darüber verständigen, wie wir die Kosten aufteilen, erstens. Aber zweitens auch, wie wir sozusagen eine Gemeinschaft schaffen, eine gesellschaftliche Solidarität schaffen, wo es nicht so ist, dass manche Gruppen das Gefühl haben, wir fallen da runter und die anderen das Gefühl haben, ja, uns geht ja ganz gut. Gerade das Erleben in der Pandemie ist ja so, dass manche Teile der Gesellschaft davon wahnsinnig betroffen sind und andere davon eigentlich gar nicht so viel betroffen sind. Und was es braucht, ist es da eben ein sich gegenseitig die anerkennen und sich die Hand reichen, immer wieder. Auch wenn wir, gerade dann, wenn wir unterschiedliche Positionen haben. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass wir das auch aushalten können, dass wir zum Beispiel unterschiedliche Meinungen haben. Und trotzdem eben immer wieder in Diskussion kommen, um so ein Austarieren erst möglich zu machen. Nur wenn wir uns austauschen, können wir auch die bestimmten Kosten und die notwendigen Kosten und Belastungen austarieren.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Ja. Aber um auf den Anfang zurückzukommen, alle gesellschaftlichen Fragen, ob jetzt das die ökologische Frage ist, ob es jetzt die technologische Frage, die auch eine wahnsinnige Herausforderung für uns ist, oder ob es die Frage, der staatlichen Ordnung ist, also unsere demokratische Grundordnung zum Beispiel. Das sind drei der wichtigsten Herausforderungen für die heutige Zeit. Alles hat dieses Momentum, dass wir gut beraten sind, zu integrieren. Ja, verschiedene Gruppen, verschiedene gesellschaftliche Gruppen und Interessen zu integrieren. Ja, aber auch uns selbst mit der Welt integrieren. Diese Integration gelingt dann, wenn wir miteinander in Resonanz sind. Und Resonanz beginnt mit dem Hören, mit dem Lauschen, mit dem Spüren. Und das Spüren auf unseren Ebenen, verschiedenen Ebenen, ist da die Grundlage dafür. Dass wir immer wieder in den Zuhörmodus kommen. Ja. Und das geht bestimmt ganz besonders gut mit Mantra-Yoga. Ja, Mantra-Yoga ist ein Werkzeug. Es gibt und das ist ja auch sowas im Yoga. Es gibt nur Yoga. Und es gibt wunderschöne, viele verschiedene Formen. Ja, und die sind alle berechtigt und das ist alles wunderbar. So wie bei der Blumenwiese, die Schönheit der Blumenwiese in der Vielfalt der Blumen besteht. Aber letztendlich gibt es nur Yoga. Und wir sind gut beraten, das Yoga zu wählen, womit wir am leichtesten oder in Resonanz gehen. Der manche spielt sich mehr da angesprochen, der andere mehr da. Das ist ja auch eine Geschmackssache oder eine Frage, wie ich eben selber aufgestellt bin und was für Bedürfnisse ich auch habe. Und dem gilt es, Rechnung zu tragen. Und da ist alles, da hat seine Berechtigung. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Alles hat seine Berechtigung. Ja. Okay.